So, hier müssen wir runter. Aber wir können hier Gas machen weiterhin. Ich denke nicht, dass wir hier umkippen. Geht ja bergauf schließlich. Ah, hier, M25, genau, Motorway. Aber was ist dann A? Heißt das Autoway? Weil so eine Art wie unsere deutschen Schnellstraßen. So, dann überholen wir hier mal, wenn die alle rumschleichen wollen. Naja, hier vorne wird wieder geblitzt. Ich sollte auf 80 runtergehen. Besser ist das. Ich habe nämlich Angst vor Blitzern. Ja, aber die schreiben es wenigstens. Hier, Achtung, da steht ein Blitzer, damit auch alle ja schön bremsen. Geile Sache. Und dann machen wir wieder Gas. Ich glaube, den habe ich geschnitten. So, müssen aber auch schon hier gleich runter von der Autobahn. Haben noch 85 Kilometer am Start. So, hier lassen wir mal schön ausrollen. Auf jeden Fall Sprit sparen. Bringt's was, wenn wir noch auskuppeln dazu? Zumindest sinkt der Spritverbrauch so ziemlich dolle. Hier können wir aber weiter durchknasten. So, wieder mit 90 unterwegs. Sehr schön. Es wird dunkel langsam. Es wird Nacht. Was heißt Nacht? Es ist, doch, ist nur 21 Uhr gleich. Haben auch schon ja fast die Hälfte der Pause durch oder der Fahrzeit durchgebracht. Ich würde es ja fast gerne mal riskieren, aber ich habe einfach Angst, ich will nicht geblitzt werden. Also fahren wir 80, wenn hier Blitzerschilder stehen. Wir müssen ja langsam sparsam denken, ne? Sparsam und wirtschaftlich. Nee, guck mal, hier stehen die Blitzer. Vor allem, man wird hier von hinten geblitzt, komischerweise. Ob es hier auch Jahreszeiten gibt? Bin ich auch mal mega gespannt drauf. Im Moment haben wir lauschige 22 Grad, um Viertel nach neun, also scheint definitiv Sommer zu sein, daher ist es ja auch noch, oder wird es jetzt erst dunkel? Aber da bin ich gespannt, ob sich da noch was tut, ob noch Winter kommt. Weil Schneefahren wird natürlich auch nochmal lustig. So, wir sind wieder auf vom Motorway runter, wir sind wieder auf irgendeiner A-Straße. Noch 37 Kilometer, also haben wir es bald geschafft. Ja, so reitet man in eine europäische laue Sommernacht als Tuaca. So, müssen wir dann irgendwann mal hier noch 25 Kilometer knapp. Irgendwann müssen wir auch mal hier runter, wa? Aber wir wollen, glaube ich, direkt nach Dover. Jetzt gucke ich gleich mal auf das Schild, auf das schöne Grüne. Da steht, glaube ich, auch wieder irgendwas mit Hafen oder mit Eisenbahn. Ich glaube, Dover könnte Eisenbahn sein. Das sieht eher aus wie ein Schiff, glaube ich. Kann man ziemlich schlecht erkennen. Was ist denn das? Ist das Zug oder Schiff? Schiff. Also Fähre. Können wir mit der Fähre wieder rübersetzen. Perfekt.
Sofern die irgendwas für nach drüben haben. Ansonsten setzen wir, glaube ich, auch einfach so rüber und gucken, dass wir in der nächsten Stadt da drüben was finden. Jedenfalls Richtung nach Hause wiederkommen, Richtung Heimat. So ganz langsam. Alter, wie der einfach mal in die Eisen geht. Eieiei. Ja, ich war zu spät dran mit dem Bremsen. Das ist das, was ich meine. Also man sieht, da kommt ein Schild, kann dabei noch nicht erkennen, oder bei weitem nicht erkennen, was draufsteht. Und also wirtschaftlich fahren ist hier echt schwer. Muss man wirklich sagen, weil willst ja nicht jedes Mal gleich die Bremse treten, sondern eigentlich mit der Motorbremse, quasi verschleißarme Bremse benutzen. Ja, wow. Da gehen wir doch mal in die Eisen. Jetzt haben wir wieder 260 gezahlt, die ich nicht zahlen wollte. Das ärgert mich schon wieder. Na dann. Und los geht's. Nehmen uns ein, was ist das? Mercedes MP4? Ich würde sagen ja. Oder ein Iveco. Ne, DAF unten steht's. Mit dicken Stahlrohren. Auch nicht schlecht. Hier können wir Leute einstellen. Eine Arbeitsagentur entdeckt. Wie cool ist das denn? Das heißt, die muss man auch noch. Man kann gar nicht so eben einfach mal eben Leute einstellen. Man braucht noch eine Arbeitsagentur. Eieiei. So, und rennen hier in den Hafen. Ach Quatsch, was für Hafen. So. Stellen wir dir gerne dahin. Für 90, wo du ihn brauchst. Perfekt. Sollen wir mal gucken. Am schlausten wäre es schon beinahe hier vorne gleich mal zu wenden. Wird sonst nicht so einfach, die ganze Nummer. Ach, der hat sogar noch eine mitlenkende Hinterachse da. Fällt mal langsam rum. Schön auf den rechten Spiegel konzentrieren. Fahren da irgendwo gleich gegen. Schlecht erkennbar, oder ich bin halt ziemlich blind. Kann beides sein. Denke, so okay. Was ist denn nun? Ja, dann stellen wir den noch so ab. Machen wir gerne. Ich denke, der steht Aufliegerstand sehr gerade. Geil. So, 4.500 bekommen. Aktuelle Aufträge der Firma. Ja, wir gucken. Haben die was nach Deutschland? Können erstmal noch einen Punkt verteilen. Voilà. Just in time. Sparsame Fahrweise. 10%. Nehmen wir mal. Das kann nicht schaden. So, die haben nach Paris rüber.
Frankreich. Ich meine, wir kommen gut rum, ne? So ist ja nun nicht. 20 Tonnen Äpfel. Und wir fahren wieder mit der Fähre, haben aber wirklich ein gutes Stück zu fahren. Und bevor wir irgendwo anders hin leer fahren, beziehungsweise wir können eben mal gucken, die Äpfel, auf jeden Fall von da, wo wir starten, Aufträge, Frachtmarkt. Der war nicht so lukrativ. Der ist besser. Und wir fahren nicht ganz runter nach Paris, wir fahren nur nach Lille. Da waren wir auch, glaube ich, schon mal. Kriegen wir 26, 88 für. Den nehmen wir mit den Auftrag. Ist hier wahrscheinlich ja die Nachbarfirma. Alles frei, alles frei. Brems, verdammte Axt. So, weiter geht's. London, Dover. Wir müssen dann wahrscheinlich wirklich auch wieder weiter nach Dover Hafen. Wir wollen ja dann mit der Fähre, denke ich, rübersetzen. Da steht unser Auflieger schon. So, da ist er. Den nehmen wir. Gönnen wir uns mal ordentlich. Geld muss ja auch reinkommen. Ne? Wir haben einen Haufen Schulden. Quatsch, den da. Jetzt wollte ich gerade unter den anderen fahren. So, wir haben 3 Stunden. Das müssten wir schaffen mit unserer Fahrzeit noch. Gang sollte man reinmachen. Beziehungsweise, da wir auch gleich wieder auf der Fähre unterwegs sind, müsste das locker hinkommen. Bisschen weit ausgeholt. Macht gar nichts. So, okay, ab zur Fähre. Wir fahren wieder, haben dann die Pause auch durch. Perfekt. Was wollen wir eigentlich mehr? Da müssen wir nicht doof auf dem Rastplatz rumstehen. Haben auch nichts drin hier im LKW, alles komplett leer. Ein dicker Hafen. Ich bin mit dem anderen Account, was ich schon erzählt hatte, wo ich wegen Online-Fahren gucken wollte, bin ich schon an Hamburg vorbei und so weiter. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich vermisse den Hafen. Warum sie den nicht dargestellt haben, das finde ich richtig traurig, weil das ist halt ein Wahrzeichen, ne? Mehr oder weniger. Und ist halt mega bekannt, der Hamburger Hafen. Wie komme ich denn jetzt runter? Hier. Kommt man hier auch mal rüber? Ja, ey, ist richtig. Ich kann doch hier jetzt nicht ein halbes Jahr rumstehen. Ich fahre jetzt einfach. Ich nehme mir meinen Weg. So. Wir müssen die jetzt mal anhalten, ist mir egal. Ich kann ja nicht die ganze Zeit rumstehen. Da kommt man ja nie durch. Wo ist hier die Anmeldung? Alter, ich muss auf jeden Fall da vorne rein. Das ist auch schon wieder mega geil gemacht hier. Wir müssen die Rampe hier hoch. Und auf die Fähre fahren.
Eieiei, sehr, sehr, sehr geil. Übertrieben. Also, ich meckere viel über das Spiel, aber es gibt auch Dinge, die halt wirklich mega nice sind.